Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. Im zweiten Video schauen wir uns die Energieeffizienz in KMU, also kleinen und mittelgroßen Unternehmen, genauer an. Was bedeutet Energieeffizienz eigentlich? Sie ist ein Maß für den Energieaufwand eines festgesetzten Nutzens oder einfacher Output zu Input. Je höher die Effizienz, desto weniger Energie wird verschwendet. Angestrebt wird hierbei die geringste Differenz. In der Realität lassen sich 100% Energieeffizienz aber einfach nicht erreichen, weil immer irgendwo irgendwelche Verluste auftreten. Doch erst einmal zurück zu den KMU. Mit der Bezeichnung KMU sind in der Regel kleine oder mittelgroße Unternehmen gemeint. Die Abgrenzung zu Nicht-KMU erfolgt in der Regel über die Mitarbeiterzahl, die Bilanzsumme oder den Umsatz. Bei KMU handelt es sich grundsätzlich um Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Die Industrie fällt in der Regel nicht darunter. Oft wird auch der Begriff Mittelstand verwendet. Darunter fallen in der Regel familiengeführte Unternehmen. Die Schnittmenge zwischen KMU und Mittelstand ist recht groß. Zugleich zählen aber auch einige Großunternehmen zum Mittelstand, die nicht unter die KMU-Definition fallen. Auch wenn der Großteil des Umsatzes in Deutschland durch große Unternehmen generiert wird, so haben aber auch KMU einen sehr großen volkswirtschaftlichen Einfluss. Hier gilt, die Menge macht's. Beispielsweise 2021 zählten 99% der Unternehmen in Deutschland zu den KMU, also die überwiegende Mehrheit. Fast ein Drittel des Jahresumsatzes in Deutschland wird über KMU gedeckt und fast die Hälfte der deutschen Beschäftigten arbeiten in KMU. 14% der Gesamtendenergie in Deutschland wurde von KMU verbraucht. Das entsprach 2021 325 Terawattstunden. Knapp die Hälfte des Energieverbrauchs fällt auf den Einsatz von Gas und Kraftstoffen. Strom macht über ein Drittel aus. Durch bestimmte Energieeffizienzmaßnahmen kann der Endenergieverbrauch in Deutschland in allen Sektoren signifikant reduziert werden. Bei KMU besteht ein Einsparpotenzial im Endenergieverbrauch von ungefähr 13%. Das entspricht 40 Terawattstunden. Schauen wir uns im Folgenden einmal an, wie und wie viel Energie KMU in Deutschland einsparen. 30% der deutschen KMU planten 2021 Energieeffizienzmaßnahmen. Seit 2015 erreichen die jährlichen Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen im produzierenden Gewerbe ca. 1 Milliarde Euro. Ob ein Unternehmen gesetzliche Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen muss, liegt mitunter am KMU-Status. KMU sind nach dem Energiedienstleistungsgesetz vor allen Dingen von der Energieauditpflicht befreit. Das Energieeffizienzgesetz sieht allerdings Pflichten unabhängig dieses KMU-Status vor. Vereinfacht gesagt, nur bei einem Gesamtenergieverbrauch von unter 2,5 Gigawattstunden pro Jahr entstehen hier keine Pflichten. Wird über 2,5 Gigawattstunden Gesamtendenergie im Jahr verbraucht, gibt es für KMU zunächst keine zu treffenden weiteren Maßnahmen. Sie sind allerdings dazu verpflichtet, ihre Abwärmepotenziale zu erfassen und zu melden. Wichtig hierbei: Liegt der Gesamtendenergieverbrauch über 7,5 Gigawattstunden pro Jahr, sind alle Unternehmen dazu verpflichtet, entweder ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder eine EMAS einzuführen. Als klassische Effizienzmaßnahme wird gerne die Optimierung der Beleuchtung genannt. Bei ca. einem Drittel der Unternehmen führt diese Maßnahme zur größten Steigerung der Energieeffizienz und auch zur Einsparung von bis zu 70% der Endenergie und Kosten. Ebenfalls bergen Druckluftsysteme ein hohes Effizienzpotenzial. Durch Optimierung wie Anpassen der Leistung oder Leckagebeseitigung lassen sich bis zu 50% der Kosten oder Energie einsparen. In konkreten Beispielen: Durch den Wechsel einer konventionellen zu einer LED-Beleuchtung ließen sich in einem Betrieb 10.000 Kilowattstunden jährlich oder 2.000 Euro pro Jahr einsparen. Die 7.000 Euro an Investitionskosten amortisierten sich hier bereits nach 3,5 Jahren. Ein weiteres Beispiel: Nach dem Aufbau eines zweiten Heizkreislaufs mit Deckenstrahlplatten wurde in einem Betrieb 813.000 Kilowattstunden jährlich bzw. 91.000 Euro eingespart. Die Investitionskosten amortisierten sich hierbei sogar schon nach 1,5 Jahren. Heutzutage spielen Energiekosten natürlich eine immer wichtigere Rolle. Energieeffizienz meint hierbei, bei steigender oder gleichbleibender Produktion die Energiekosten zu senken. Um dies zu bewerkstelligen, führen viele Unternehmen ein Energiemanagementsystem ein. Auf der einen Seite, um Transparenz über ihre Energieflüsse zu erhalten, auf der anderen Seite, um die Stellschrauben für die Energieoptimierung zu finden. Soweit zu den Grundlagen der Energieeffizienz. Das Thema Energiemanagement schauen wir uns im nächsten Video an. Viel Spaß dabei!